Nach einem langen und kalten Winter sehnen wir uns doch alle nach wärmeren Temperaturen und dem Beginn der Angelsaison. Der Frühling ist eine ganz besondere Zeit. Es ist eine Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung, in der die Natur zu neuem Leben erwacht. Vögel zwitschern, Blumen blühen und Bäume bekommen ihre ersten Blätter. Die Karpfen beginnen sich langsam aus ihren Winterverstecken zu bewegen und sich auf die Suche nach Nahrung zu machen. In diesem Video zeigt dir Felix Pinedo, wie du zu dieser Jahreszeit erfolgreich auf Karpfen angeln kannst und worauf du besonders achten solltest. Mein Name ist Basti und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Heieiei. Ja Leute, lange mussten wir warten, aber der Frühling ist endlich da. Das heißt für uns Karpfenangler, die Fische werden aktiv, das Angeln geht wieder richtig los und ich bin gerade an einem meiner Hausgewässer und möchte dich jetzt einfach mal mitnehmen, wie ich so vorgehe, was für Taktiken ich verwende. Ich montiere jetzt erstmal meine Routen und dann ein paar PVA-Bags und dann geht's direkt los. Ich bin jetzt zwei relativ kurze Vorfächer, das Ganze nur in 12 cm Länge, dass die schön kompakt in dem Solid Bag dann später verweilen können. Auch einen relativ kleinen Hakenköder, das halt alles schön kompakt, dass es dann unten am Grund schön präsentiert werden kann. Gerade jetzt im Frühling, wo ich noch nicht genau weiß, wie viel die Fische aktuell noch fressen, will ich alles schön kompakt halten, deswegen setzen wir ganz wenig Futter ein. Eine konzentrierte Futtermenge und deswegen ist unsere ganze Angelei auch sehr kompakt gehalten jetzt. Fühlt sich sehr gut an, dass der Frühling kommt. Keine langen Sachen mehr, keine dicken Klamotten mehr. Ich kann bald meine Hose ausziehen und hier nackt rumrennen. Ja, wurde Zeit. Und die Fische haben auch Bock drauf. Und dass die Fische wirklich Bock haben, sollte sich in der folgenden Nacht bestätigen. Der erste Karpfen ist am Band. Zeigt schon mal, dass der Plan aufgeht. Jetzt mache ich die Route direkt wieder fertig. Dann geht's weiter und dann kann ich auch wieder in den Schlafsack. Alles nass. Oh, alles nass. Oh nee. Aber dazu später mehr. Der Vorteil hier an so einem Solid Bag ist natürlich, dass wirklich alles zu 100% sicher unten am Grund ankommt. Einmal geil, wenn man irgendwo im Kraut angelt, weil man das einfach ins dichteste Kraut reinwerfen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass der Haken irgendwas aufsammelt. Andererseits hat man natürlich auch sehr kompaktes Futter um den Hakenköder. Und gerade mit den Inline-Bleien und den kurzen Vorfächern hat man auch einen sehr guten Hakeffekt, wenn die Fische noch bei dem kalten Wasser sich noch nicht so viel bewegen und sehr stationär fressen. Kleiner Tipp, ich mache hier von den Speedload-Bags immer den Behälter, also den normalen Transportbehälter, voll mit Groundbait oder gecrushten Boilies, in dem Fall jetzt Scopex Squid. Die habe ich alle schön durchgecrushed. Dann ziehe ich hier mein Solid Bag drauf. Dann nehme ich mir mein gut vorbereitetes Vorfach mit Blei, ein bisschen loser Schnur und lege das hier einmal erstmal komplett rein. Halt oben aber das Blei noch fest, nur dass der Hakenköder unten in der Ecke hängt. Dann nehme ich mir ein bisschen von meinem Groundbait. Schütter schon was dazu und dann nutze ich mein Blei, um hier das Groundbait ein bisschen zu verdichten. So, ich will den schön kompakt haben und auch so viel Groundbait wie nur irgendwie möglich in meinem Bag und am besten gar keine Luft. Deswegen mache ich das zwei, dreimal. Wenn der Bag dann halb gefüllt ist, dann kommt auch mein Blei mit rein. Dann kommt der Rest an Futter drüber. Dann ist das ganze Ding hier voll. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt versuche ich hier nochmal mit dem Finger ein bisschen oder am besten mit irgendwas Langem. Hier mit dem Dosenöffner. Das alles platt zu drücken. Das ist alles schön solide. Dann wird das Ganze einmal eingedreht. Zack. Festgehalten. Ordentlich abgeleckt. Auf allen Seiten. Und dann ganz vorsichtig hier einfach losgelassen und drüber geschoben. Somit verschließt man den Solid Bag an der Oberfläche komplett. Kann es auch noch mal ein bisschen andrücken hier in dem blauen Gumminoppen. Und fertig ist der Solid Bag. Das Ganze kann man jetzt noch optimieren, indem man hier unten die Ecken
auch ein bisschen andrückt, dass hier alles schön kompakt wird. Dann wird die auch nochmal angeschleckt. Dann in die Mitte einfach rangeklebt. Weil durch dieses Anschlecken erzeugt man natürlich, dass das PVA sich an der Oberfläche leicht auflöst. Und dann klebt es an sich selbst sehr gut. Das ist wirklich ein sehr kompaktes Paket jetzt. Das kann man sehr weit werfen. Es ist sehr gut aerodynamisch. Und das löst sich dann langsam auf dem Grund einfach auf. Dann liegt natürlich alles hier schön fein säuberlich auf dem Boden. Und dann kommen die Karpfen und haben wirklich nur diesen einen Futterfleck. Und da fressen sie dann stationär auf dem Platz. Wichtig dann eben, dass man ein kurzes Vorfach hat, weil die Fische sich einfach nicht viel bewegen. Und dementsprechend auch schnell der Kontakt zum Blei kommen muss, dass der Fisch sich hakt. Das kommt jetzt auf den Spot. Ja, mittlerweile ist es dunkel, die Ruten liegen jetzt perfekt auf ihren Plätzen. Ich habe ein kleines Plateau direkt vor mir und da ist ein bisschen flacher, so 3 Meter tief. Und das ist eigentlich ein ganz guter Anhaltspunkt, wo sich die Fische jetzt im Frühjahr tummeln. Das Wasser ist noch relativ kalt. Ich habe vorhin die Wassertemperatur mal gemessen. Wir haben 9,4 Grad, was nicht allzu warm ist. Aber die Finger sind gekreuzt. Ich hoffe, heute Nacht beißt was. Ich verkrümel mich jetzt erstmal im Schlafsack und hole mir eine ordentliche Mütze Schlaf. Bis mich natürlich der R4-Bissanzeiger irgendwann aus dem Schlaf reißt. Ja, attraktives Futter bedeutet natürlich auch der ein oder andere Beifang. Die kleine Brasse hat sich gerade im Boilie einverleibt. Heißt, ich mache jetzt einen 20 mm Köder drauf. Nach 2 Brassen hat jetzt auf jeden Fall die richtige Fischart gebissen. Der Himmel ist komplett zugezogen, es wird jetzt dann auch bald regnen. Aber der erste Karpfen ist am Band. Boah, die Soundkulisse von den Flügeln. Der erste Karpfen ist im Kescher. Da ist der Kleine. Auf jeden Fall gut Dampf gegeben. Zeigt schon mal, dass der Plan aufgeht. Die Solid Bags funktionieren. Jetzt mache ich die Route direkt wieder fertig. Dann geht's weiter und dann kann ich auch wieder in den Schlafsack. Ich bin müde. Alles nass. Oh, alles nass. Oh nee. Das ist der nächste Beifang. Bisschen größer als eine Brasse. Definitiv willkommen, gerade bei den Wassertemperaturen. Richtig schöner Graskarpfen. Hat sich wahrscheinlich auch den Solid Bag Haufen einfach eingesaugt. Okay. Und hier jetzt noch schnell in den Boilie. Dann kommt die Route wieder auf den Spot. Es ist gerade 4 Uhr und laut Wetterbericht soll es gleich das Regnen anfangen.
Eieiei. Schönes Gefiedel. Es ist jetzt kurz nach neun, der Plan ist auf jeden Fall voll aufgegangen. Es hat viel gefiedelt, es kamen viele Beifänge, vor allem die Nacht war jetzt sehr, sehr lang. Eine Brasse nach der anderen, genauso wie der Graskarpfen, das war mega cool. Man könnte da natürlich was ändern, ein bisschen größere Hakenköder fischen, aber ich mag das eigentlich sehr gerne, gerade jetzt im Frühjahr mit sehr kleinen Ködern zu fischen, weil man natürlich da viel Aktivität hat und genauso auch die Karpfen tendenziell mehr beißen wie auf so größere Köder. Wir haben jetzt noch gut 2 Stunden, so lange sitzen wir jetzt hier noch, warten den Regen noch ab, weil es fängt gerade an. Und ja, wenn da nichts mehr passiert, dann geht's wieder nach Hause. Gerade wenn man so eine Nacht hat wie letzte Nacht, gibt es ein ganz, ganz wichtiges Produkt beim Solid Bag Angeln und das ist ein Speedload Solid Bag System von Nash. Damit kann man sich die Bags vorbereiten, muss die nachts nur noch anbinden und muss nicht mitten in der Nacht, wenn eine Brasse gebissen hat und man mega müde ist, alles nochmal von vorne machen, weil es dauert schon seine Zeit und das sollte man ordentlich machen. Deswegen bereite ich mich immer vor, bevor ich ans Wasser fahre und mache da einfach 3, 4, 5 Stück fertig. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt ganz schnell. Und zwar braucht ihr dafür einfach ein Inline-Blei von Nash, dass es auch reinpasst. Dann einmal die Speedload PVA-Systeme und natürlich ein paar passende Rigs, die vorgebunden wurden. Und letztendlich nimmt man sich hier einmal so ein System aus der Packung. Dann hängt man das Rig ganz normal ein. Da hat man dann unten auch einen kleinen Quick-Change-Swivel, um das Ganze zu montieren. Dann ist es erstmal so fertig. Dann nehme ich mir mein normales Inline-Blei, nehme mir oben den Tailrubber ab, der da normal mitgeliefert wird, und schiebe den schon verbauten Plastiktube aus dem Inline-Blei. Das geht manchmal ein bisschen schwieriger. Den lege ich weg und dann nehme ich mir einfach mein Inline-Blei und schiebe das auf das System hier drauf. Und dann sieht das Ganze schon wieder sehr familiär aus, wie ein ganz normales Inline-Blei, nur dass man hier oben eben eine kleine Öse hat, wo man später die Hauptschnur anbinden kann. Dann nehme ich mir mein Speedload PVA-Bag-System. Nehme mir erstmal hier so einen kleinen Beutel wieder raus. Letztendlich mache ich jetzt genau dasselbe wie gestern. Nur, dass man das Blei ein bisschen besser festhalten muss. Am Ende, wenn man den Tube dreht. Und dann drehe ich das Ganze so ein, dass nur der Sleeve oben rausguckt. Dann wird das Ganze wieder angelegt. Gedreht und angestippt. Angedrückt. Und jetzt seht ihr schon, hier oben schaut ganz normal mein Sleeve noch raus. Oh Gottes Willen. Hier oben schaut mein Sleeve noch raus. Das Ganze ist jetzt fertig. Unten lege ich wieder die Ecken an, dass es solide fliegt und kompakt ist. Und letztendlich kann ich jetzt so einfach diese einzelnen Bags immer an meine Hauptschnur anbinden. Was ich da noch mache, ich hebe mir den Sleeve auf, der vorher auf dem Inline-Blei drauf war, um den Knoten dann am Schluss zu schützen. Den stecke ich da noch drüber und fertig ist der vorbereitete Solid Bag. Letztendlich habe ich jetzt hier ein komplett fertiges Köderpaket. Da ist das Inline-Blei drin, mein Rig, alles komplett fertig. Jetzt muss ich das nur noch anbinden an die Hauptschnur und dann geht es auch schon los. Heißt, wenn ich eine Nacht habe mit richtig vielen Bissen und ich mit Solid Bags angeln möchte, kann ich mir 10, 15, 20, 30 vorbinden und einfach nur wechseln. Mega effizient, vor allem wenn man nachts müde ist, richtig geil und kann ich nur empfehlen, gerade jetzt im Frühjahr das auf jeden Fall mal nachzumachen. Natürlich jetzt, wenn es hier voll das Regnen anfängt, beißen die Fische. Wir wollten eigentlich gerade zusammenpacken, aber jetzt hat es hier komplett losgelegt mit dem Dauerregen. Aber auch unter Wasser merken es die Fische, dass sie jetzt ein bisschen das Fressen anfangen. Er ist voll rausgelaufen. Nein, ey. Nicht da unten rein. Komm jetzt.
Guter Abschluss, guter Abschluss. So, der perfekte Abschluss für dieses Video. Plan ist aufgegangen. Jetzt können wir zusammenpacken.